Hallo, geht's weiter? Mülleimer hat's gebrannt. Ich brauche einen Schlüssel. Geht's ihm gut? Erstmal noch Sprünge üben. Okay, dann geht's wohl hier lang. Was kann man hier machen? Schieben. Nein, kann man das? Oh, das kann man nicht. Ah ja. Okay. Hallo? Wir müssen also Schach spielen. Oh, den Kopf. Nämlich die Figur. Ich würde sagen, wir müssen das so aufbauen. Hier, oder? Wir gucken, wie kommen wir denn an den? Warte mal, ich muss noch mal zum Plan. Gut zum Plan. Ah, ja. Wir hatten doch hier eine. Ja. So, der kommt da drauf. Das wird wohl ja nix. Okay.
geht. Ja. Oh ja. Oh ja. Was ist denn da drauf? Darüber. Nicht da hoch. Und den. Well. Licht ist angegangen. Wow, Licht ist angegangen. Ganz nette Geheimgänge. Die Kinder tun mir schon leid, aber auch nicht, weil die sind böse zu mir. Also halt ein bisschen und ein bisschen nicht. Tun sie mir leid. Vor allem, sie ist ja auch hier lang gegangen. Schließt sie dann extra ab oder was macht sie? Oh Gott, was ist denn hier los? Da hoch. Da du. Rein ins Vergnügen. Ach Gott. Ich kann das doch nicht hier schlagen. Tust du diese? Gott, killen die ja hier richtig. Was ist das hier?
keinen Bock auf Stress. Ich bin, glaube ich, ein Junge, oder? Ich wollte das Seil. Alles gut. Das war ja ein netter Soundeffekt, nämlich keiner. Ach so. Aber es ist noch heile, alles klar. Den Pfosten nicht anfummeln. Dann, was kann man das nehmen? Wo ist das Schwabbelhörn? Keine Kinder. Das Messer für mich. Soll ich jetzt nachgehen? Ach,
Natürlich. Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Boah, lass das. Keine Faxen. Glitch ist on point. Sie hat die Lunge reingedrückt. Und die Lunge schwebt an der Schulter. Er geht gerade von alleine zurück. Alles klar. Ich bin das nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Junge! Darf ich dich nicht angucken? Ich verstehe es nicht. Ich finde es halt dumm, dass man anscheinend genau in irgendeinem bestimmten Feld sein muss, wo sie einen dann nicht sieht.
Was ist das für eine Verarsche? Ja, das nächste Mal, wenn die dann schreibt. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, scheiße. Das war auch meine Schuld, sicher ein, aber... Ich finde, es ist so schwierig eingestellt. Warte lieber bis auf das nächste Teil. Also schleichen geht, ja? Wehe, Bitch. Ich bin nicht da. Ich hasse es, dass er da nicht hochgeht. Natürlich sieht sie mich erstmal wieder. Alter, ich raste gleich richtig aus. Also das finde ich schon mal schlecht. Weil ich mache nichts anderes.
Also sie sieht mich. Dann probiere ich es jetzt noch einmal da hoch. Und wenn sie mich dann wieder bekommt, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Wenigstens. Ich habe nicht gedrückt. Schlagen. Zum Schwung. Warum nicht? Warum nicht? Wie schlecht ist diese, ja, weiß ich, Genauigkeit, Alter. Also finde ich schon frech, wenn das so genau sein muss. Ja, komm jetzt her. Versteht ihr das, was ich meine? Finde ich nicht gut gemacht. Vor allen Dingen, warum braucht er so lange zum Doppelschlagen? Vor allen Dingen, was tun die, mich erwürgen? Das sind Puppen, ne? Ist auch schon wieder klar. Alter, wie kann das sein?
Wie kann das sein, frage ich mich. Nee. Wie asozial. Oh. Habt ihr das gesehen? Es fuckt mich ab. Komm jetzt her. Ja, toll. Und da war ich zu weit weg. Ich höre, ich habe gleich keinen Bock mehr. Komm jetzt her. Ich raste gleich richtig aus. Das nervt halt. Good. Shut the fuck up. So, Boy, komm. Leute. Komm her. Ja, ich versteh's halt nicht. Muss ich warten, bis er mit seinem... Ich wusste nicht, dass man jemanden im Hammer zertragen kann, wenn er noch nicht mit seinen hässlichen Blöde fertig ist. Komm, Junge, wir haben hier eine Mission. Thank you.
Das verstehe ich nicht. Ich probiere jetzt mal ihn zuerst umzubringen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das verstehe ich nicht. Und Leute, kein Bock mehr. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, weil hat jetzt auch keinen Sinn, dass ich hier mit Frust weiterspiele. Ich mache einfach eine Aufnahmepause und probiere es dann gleich nochmal. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Nightmares 2. Und ja, ich bin gespannt, wo uns noch dann dieser Flur hinführen wird, wenn wir alle Puppen mal den Kopf eingeschlagen haben. Und ich wünsche mir, es gibt entweder, dass es schneller zu schlagen geht, dann treffsicherer ist, oder man halt auch weglaufen könnte oder hochklettern, dass es halt mehrere Optionen gibt, aber anscheinend gibt es hier immer nur einen Weg. Das nervt halt ein bisschen. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei. Wieder dabei. Und ja, nochmal vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.